Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag in Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir sind jetzt am Ende der Tour de France. Ich komme jetzt heute nach Orléans und dann habe ich es endlich geschafft. Genau, da runter und dann einfach irgendwie Richtung Orléans, das werden wir schon irgendwie auf die Reihe kriegen. So, jetzt steige ich mal kurz aus dem Truck. Ich werde jetzt wieder gefragt, oh Mann ey, wie machst du das? Ja, da müsst ihr meine Videos gucken. Ich habe da ein Video mal gemacht, da erkläre ich das, wie das mit dem Freefly funktioniert. Und da müsst ihr einfach mal die Playlist durchschauen. Was wollte ich denn jetzt gucken eigentlich? Ja, genau, ich wollte jetzt mal schauen, erstmal hier insgesamt, was die da für eine schöne Stadt gemacht haben hier. TSM-Map. Die TSM-Mapper. Da haben wir den Hafen, aha. Ist ja gar nicht mal so groß, ne? Eine kleinere Stadt. Wo war denn der Fußgängerüberweg? Den wollte ich mir gerade mal aus der Fußgängerperspektive angucken. Da ist er, ne? Ja. So, da kann man dann so tun, als ob man da drüber läuft. Ich habe allerdings die Geschwindigkeit ein bisschen hoch eingestellt, deswegen geht das ein bisschen schneller voran. Ja, okay, also das ist die Stadt. Da ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich weiß jetzt leider auch gar nicht, was denn da für Sehenswürdigkeiten gibt. Ob es da welche gibt, ob da irgendwo eine eingebaut ist. Ob vielleicht dieses komische Seniorenwohnheim da hinten eine besonders tolle Sehenswürdigkeit ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt auch mal weiterfahren. Es ist bestimmt grün, genau. Abbiegen. Das war knapp. Knapp am Rot. Und dann geht's jetzt hier nach Orléans. Und wenn ich da keine Jungfrau finde, dann werde ich sauer. Ich hoffe, die haben da wenigstens eine Statue hingebaut oder sowas. Die TSM-Jungs, das wäre super. So, jetzt müssen wir ein bisschen da gucken. Da muss ja da irgendwo auch mal ein Schild stehen, ne? In welche Richtung ich muss. Herr Frenkel, ich fahre es mal nicht so schnell. Das ist ein bisschen riskant, was Sie hier machen. Aber no risk, no fun. Deswegen, das passt schon. Okay, da wäre jetzt eine Abzweige. Muss ich aufpassen, dass ich nicht abbiege. Das ist falsch, genau. Ich muss einfach hier weiterfahren und mich dann irgendwie ein bisschen rechts halten, wenn ich das richtig sehe. Frankreich, Frankreich. Fahr zu, du Schnarchzapfen hier! Frankreich, Frankreich. Was wollt ihr in Frankreich Urlaub machen? Oh Gott, seid ihr scheiße. Würde ich nicht empfehlen. So, da haben wir Orléans und Paris. Rechts. Es läuft. Ich weiß, wo ich hin muss. Hurra. Ach, schnarch halt nicht so. Jansenreisen, ey. Ach, jetzt gibt er Gas, ne? Merkt ihr? Jetzt haut er ab, der Arsch. Nicht schlecht, ey. Gibt ordentlich Gas, der Freund. So, und jetzt müsste ich eigentlich komplett auf dem richtigen Weg sein. Und das ist ja dann schon gar nicht mehr weit. Dann haben wir die Tour de France hinter uns. Hip, hip, hurra. Ich weiß, ich müsste da rechts rüber, aber der lässt mich nicht rüber, oder? Naja, dann halten wir halt hier an. Ist auch gut. Und zack. Haha, schnell abgefertigt. Diese gelbe kleine Sau, die möchte ich noch einholen. Du wartest. Gut, anders als im OMSI 2 sind die doch einigermaßen intelligent und fahren mir nicht ständig rein. Das finde ich echt gut. Was ist denn hier? Voll der Container, ey. So. Auf dem Weg nach Orléans. Endlich, endlich. Was haben wir denn da oben? Eine schöne Burg. Die gucke ich mir jetzt natürlich mal an gerade. Das ist ja quasi eine Sehenswürdigkeit. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Halt mal an, komm. Stopp. Ah, eine Burg. Ist das nicht super? Wenn man da näher rangeht, sieht man, dass das alles nur Fake ist. Alles nur Kulisse hier in dieser Welt. Das ist ja wieder Truman Show. Okay, also, weiter geht's. So, darf ich, ja? Schön. Bisschen schade, dass das wieder eine Autobahn ist. Kann ich leider dann nicht riskant überholen. Obwohl, ich könnte natürlich hier auf dem Standstreifen überholen. Das ist einigermaßen riskant. Das probiere ich jetzt. Komm. Lalalala, wird alles gut. Wird alles gut. Hoppla.
Was macht denn dieser Pfahl da draußen? Könnt ihr nicht einmal den Pfahl mitten auf die Straße bauen? So, geradeaus wahrscheinlich, gell? Jawohl! Das ist eine lustige Auffahrt hier. Uah, das war knapp. Ja, Reese! Verdient ein bisschen wenig Geld, die müssen wir ein bisschen mehr ranklotzen. Was haben wir denn hier? Stau? Warten! Ich komme jetzt zuerst! Ist das nicht super? Mensch, Frankreich. Virtuell finde ich es total in Ordnung. Virtuell ist das schon okay. So, schauen wir mal noch hier. Was haben wir denn hier? Ja. Wir kommen. Oleo, wir kommen. Und dann ist Feierabend. Dann habe ich Frankreich erforscht. Erkundet. Und dann weiß ich noch nicht, was ich mache. Also, es gibt ja nach wie vor den Multiplayer. Da geht vielleicht auch noch ein bisschen was. Den Trash Talk habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Also den TV-Trash-Talk-Truck. Mal gucken. Mal schauen, wie wir das machen. Okay, da vorne ist wieder Maut. Kurz vor Orléans nochmal Geld abdrücken. Lalalala und stopp. Ah, zu früh. Zu früh. Jetzt. Also wie gesagt, jetzt habe ich schon 4,5 Millionen Euro. Das Geld wird automatisch mehr. Das ist wie im wirklichen Leben. Wer viel Geld hat, kriegt auch immer mehr dazu. Wer keins hat, kommt zu nichts. So ist das ja normalerweise. Orléans muss ich jetzt hier weg, ne? Ja. Ich hab's erkannt. Sortie. Das ist nämlich der Ausgang, oder? Moment. Die Abfahrt in dem Fall wahrscheinlich. Ja, einfach eine Runde rechts abbiegen, ha? Und ich habe auch noch Vorfahrt. Das heißt, ich kann mich jetzt hier hinstellen. Und die können gar nichts machen. Ja, halte ich ein bisschen Verkehr auf. Machen wir mal einen Stau. Ist ja gerade auch echt viel los hier, ne? Und da ich Vorfahrt habe, traut sich auch keiner was dagegen zu tun. Ey, gar nicht mal so dumm. Habt ihr das gesehen? Ah, da, ich hab's gesehen! Voll, hallo? Ein Amokfahrer? Ein Amokbusfahrer? Geht's noch? Unfassbar, ne? So, jetzt wird's dann doch langsam eng, gell? Der Busfahrer verzweifelt. Der versucht gerade irgendwie, ja, schön. Da ist anscheinend eine KI dahinter. Ist gut, ey. Da wird einer ungeduldig. Ist es da vorne auch so, oder? Dass mir da keiner reinfährt, ne? Geil. Ich finde es gerade echt cool. Was man hier für eine lustige Scheiße machen kann. Wir können ja mal kurz auch nochmal schnell gleich hier nach... Orléans. Ist das hier die Kirche von Orléans? Ist das die... ja, da wo die... Wo die Jungfrau beerdigt ist, oder was? Was ist denn hier los? Das ist ein Scheißhaus, oder? Nee, das ist ein Scania. Was ist das denn hier? Ist das eine Werbeveranstaltung, oder ist das ein Scheißhaus? Sieht ein bisschen aus wie ein Toilettenhaus, und der Platz irgendwie sieht ein bisschen aus wie das Oktoberfest, noch nicht aufgebaut. Okay, das hier ist eine alte Kirche, eine französische. Ob die als Sehenswürdigkeit durchgeht, weiß ich nicht. Und ansonsten kann ich gerade hier nichts erkennen, was irgendwie ungewöhnlich sein sollte. Das ist ja schade, dass man keinen von der TSM-Map dabei hat. Oh, guck mal, ein Bagger. Wenn da jemand dabei wäre, dann könnte mir da ein bisschen Geheimnisse verraten. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben überhaupt? Da vorne? Ja, da am Stau. Aber irgendwann wird das nicht mehr, ne? Glaube ich, das hört irgendwann auf. Da kommt dann kein Verkehr mehr nach. Das ist ja doof. Ja, schon ordentlich, ne? So, also. Genug Blödsinn gemacht.
ich fahre jetzt mal hier dahin, wo ich hin wollte. Dann kann sich der Stau eventuell wieder auflösen. Und dann geht's rein! Erster Aufenthalt in Orléans! Hurra! Frankreich erobert! Und dann können wir eigentlich quasi direkt eine Pause machen dort. Beise Werkstatt. Kreisverkehr. Im OMSI 2 ist der ganz schlimm, der Kreisverkehr. Aber hier beim Euro Truck Simulator 2 ist das schon in Ordnung. So, schlupp. Schlupp. Und aus. So. Da vorne links. Stopp. Stopp. Ja, genau. Was macht denn hier der deutsche Paketdienst? Da stimmt doch was nicht. Ist das eigentlich... Ich sehe die Ampel nicht, ne? Aber wenn der durchfährt, darf ich auch durchfahren. Dann ist grün. So, einmal da rum um die Kurve. Oha! Das war knapp. Okay, und da vorne wo? Da. Da rein. Einen Mercedes-Händler habe ich entdeckt. Ist das nicht super? Der Brüller. So, wo war denn hier die Werkstatt? Da. Tschack. Alles klar. Dann, Wartung. Ein bisschen was ist ja angefallen. Und dann sind wir durch, ne? Dann habe ich, glaube ich, auch alle Städte so entdeckt. Moment, lass doch mal raus hier. Das ist jetzt alles aufgedeckt, oder? Na gut, hier könnte ich jetzt noch hinfahren. Aber auch nur, wenn ich einen Auftrag hätte. Weil nochmal da einfach so blöd rum, völlig sinnlos die Gegend fahren, das wäre ja blöd, ne? Also jetzt ist es nochmal Schluss mit lustig hier. Okay. Ja, da ist jetzt auch nichts dabei. Da müssen wir da mal gucken. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, mir ein Like dazulassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Entweder jetzt hier wieder Singleplayer, Multiplayer. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Habe ich noch nicht geplant. Ich bedanke mich also auf jeden Fall fürs Zuschauen und sag bye bye.